Hi, hier ist der Schuh von AndroidPit.de und ich bin hier bei Sony, nicht am Stand, sondern in einem kleinen Airstreamer, ein Anhänger, ein amerikanisches Wohnmobil, und in meiner Hand halte ich das Z5 Kompakt und das schauen wir uns jetzt mal im Hands-on ein bisschen genauer an. So, jetzt sehen wir also das Z5 Kompakt mal in der Großaufnahme. Fangen wir doch mal erstmal außen herum. Da seht ihr schon, dass es sich hier nicht um einen Metallrahmen wie bei den zwei anderen Versionen eben halt handelt, sondern das ist ein Kunststoffrahmen, aber dafür an der Front und auch auf der Rückseite ist jetzt nun ein Glas verbaut worden. Ich meine, bei den früheren Kompaktversionen war nämlich zumindest die Rückseite mindestens noch ein Kunststoff Abdeckung und kein Glas, aber jetzt hat er wohl Sony hier Glas eingebaut. Fangen wir gleich von der Seite noch ein bisschen weiter an. Und zwar steckt hier schon die Neuerung drin, zum Beispiel hier der An- und Ausschalter, der ist jetzt mit einem Fingerprint-Sensor versehen. Ja, das ist eigentlich mehr oder weniger eine kleine vorausblickende Integration eines Features für Android 6.0 Marshmallow, damit man dann eben halt sämtliche Funktionen eben halt nutzen kann. Hier unten die Lautstärke-Wippe und natürlich Sony-typisch der dedizierte Kamera-Button, den man ja sicherlich als Profi-Fotograf, Smartphone-Fotograf gerne nutzen tut, damit man das so ein ähnliches Gefühl hat wie bei einer normalen Kamera und den Auslöser einfach drücken muss, um den Foto zu schießen. Was gibt es sonst noch? Hier oben 3,5 mm Klinkenanschluss für den Kopfhörer, hier noch ein kleines Mikrofonlein und auf der linken Seite jetzt hinter der Klappe versteckt. So, jetzt muss ich mal kurz mal gucken, ob ich meinen Fingernagel da reinbekomme. Moment, so. Jetzt geht es ja auf und dort hinter befindet sich zum einen Micro-SD-Card-Slot und SIM-Karten-Slot. Das ist dann, sag ich mal, ja, sehr gut gebrauchbar, wenn man eine Speichererweiterung eben halt einsetzen möchte. Und auf der Rückseite finden wir dann noch eben halt die 23-Megapixel-Kamera. Zu den Kameras an der Front noch eine 5,1-Megapixel-Kamera. Und die Kameras sind eigentlich über alle drei Geräte hinweg identisch von der Auflösung her. Und was sehen wir hier noch? Unten Lautsprecher und hier die Lautsprechermuschel für die Gespräche. Ja, wie das mit dem Fingerprint-Sensor funktioniert, da ist es dann eben halt abhängig, wie ihr das haltet, ob das mit der linken Hand, so wie ich das jetzt mache, oder mit der rechten Hand. Mit der linken Hand wird man wahrscheinlich immer seinen Zeigefinger verwenden, um das Gerät zu entsperren. Und ihr seht schon, es reagiert eigentlich relativ schnell. Dazu muss man aber sagen, man muss den Knopf erstmal drücken, um das Gerät aus dem Standby zu erwecken. Und dann springt der Fingersprint-Sensor eben halt an, um das Gerät zu entsperren. Ja, was kann man noch dazu sagen? Display. Das ist eine HD-Auflösung mit 4,6 Zoll Bildschirmdiagonale. Und ja, TFT-Technologie steckt dahinter. Und keine Sorge, es soll hier ein kratzfestes Glas darüber gelegt sein. Akkuseitig 2700 mAh, 2 GB Arbeitsspeicher ist noch dabei und natürlich hier können wir mal reinschauen, ob wir hier irgendwas installieren können. Mal schauen. Nein, leider keinen Netzzugang, also ich kann hier kein Antutu oder irgendwas installieren, aber es ist hier ein Qualcomm Snapdragon 810er, ein Octa-Core-Prozessor verbaut worden, der mit 2 GHz taktet maximal und ja, 2 GB Arbeitsspeicher, 32 GB interne Speicher für eure ganzen Apps und so weiter. Und ja, soweit erstmal zu dem Z5 Kompakt. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, haben wir natürlich ein ausführliches Hands-on natürlich bei uns auf der Webseite. Das ist dann androidpit.de und wenn ihr uns gerne folgen wollt in den ganzen sozialen Netzwerken, dann folgt uns, dann tut das bitte auch auf Facebook, Google+, oder Twitter. Mein Name ist Schuh und wir sehen uns sicherlich gleich wieder mit einem weiteren Hands-on zum Sony Z5.